Christoph jetzt über die Sokrates, das ist von der Softwareskammer, Jahreskonferenz. Und dann hatten wir beide Talks auf dem Karlsruher Entwicklertag und ja, und so sind wir ein bisschen in Kontakt getreten. Und deswegen freue ich mich besonders, dass er jetzt gesagt hat, jawohl, ich bin dabei, ich komme auch mal gerne nach Thüringen. Das haben wir schon ganz lange in den Hintergrund gehabt und jetzt ist es endlich soweit. Und er wird dich jetzt auf einen Tauchgang in die Git-Objekt-Datenbank mitnehmen. Und hier hat er auch ein bisschen selber ein kleines Modul geschrieben, NPM-Modul. Genau, dann viel Spaß. Vielen Dank, Benjamin. Genau, es geht um die Git-Internals, beziehungsweise genauer gesagt um die Git-Object-Database. Also, einmal um klarzustellen, um was es geht und was es vor allen Dingen auch nicht geht. Also, wir werden sprechen über Git-Plumbing, was es ist ja gleich. Ordnermäßig sind wir in diesen .git-Objects, .git-Refs-Ordnern unterwegs. Was wir vor allen Dingen nicht machen werden, ich werde nicht Basics erklären, ich werde nichts über Merge-Strategien erklären und ich werde auch nicht irgendwie was mit Netzwerk machen, also weder das Git-Protokoll noch Push noch Pull noch irgendwelche wilden Kombinationen. Rebase. Wobei Rebase, schauen wir mal. Wir werden nicht darüber sprechen, warum der Octopus unseren Merge ab und zu mal macht und auch nicht das Git-Protokoll. Erste kurze Erklärung, Plumbing versus Porcelain. Das, wenn man sich ein bisschen tiefer mit Git beschäftigt, stolpert man über diese zwei Begriffe. Und die Analogie ist ein Bad. Das Bad hat ein Frontend und ein Backend. Na, das Frontend ist irgendwie hier schönes Porzellan. Commit, Push, Pull, High-Level-Befehle machen Dinge für einen. Und Plumbing ist, wenn man jetzt hier die Wand aufreißen würde, würde man hinten dran die ganzen Rohre und Abflüsse und Verrohrungen sehen. Und im Hintergrund bedeutet das bei Git, hier so mal ein Auszug, das sind noch lange nicht alle, Hash-Object, Cat-File, LS-Tree, werden wir ein paar, davon auch lange nicht alle, werden wir ein paar kennenlernen. So. Also, dann natürlich das XKCD dazu. Der Kollege, der davon spricht, dass Git ein Beautiful Distributed Graph Theory Tree Model ist. Wie wir auch gerade schon gesehen haben, kann man Git tatsächlich total toll in Graphen verarbeiten und darstellen und analysieren. Aber Git ist nicht Graph-Theorie. Derjenige, der Git geschrieben hat, hat ganz sicher nicht über Graphen nachgedacht. Und so wie das bei euch auf der Platte organisiert ist, hat das auch überhaupt nichts mit Graphen zu tun. Lässt sich aber danach durch die Struktur ganz schön durch Graphen darstellen. Okay, das Kernprinzip von Git ist total banal: Key-Value. Das war's schon, also da kommt jetzt auch keine Pointe mehr. es wird ein bisschen spezieller, denn der Value ist ein Inhalt. Bei Inhalt müsst ihr jetzt mal an Textdatei-Inhalt denken. Und der Key ist der Hash von diesem Inhalt. Und dieses Konstrukt nennt sich Content Addressable Storage. Das ist nicht neu, das hat Git noch lange nicht erfunden. Wurde irgendwann Anfang der 90er mal erfunden. EMC hat diese Firma gekauft und vertreibt es dann, hat es dann als Produkt auch angeboten. Wo ist sowas interessant? Versionssichere Ablage heißt, glaube ich, der halboffizielle Begriff dazu. Also, wenn ihr jetzt 10 Jahre eure Rechnung aufbewahren müsst, weil ihr seid ein Unternehmen und müsst der Steuer dem Finanzamt das vorweisen können, dann wäre es doch total toll, wenn das so abgelegt ist, dass wenn sich der Inhalt ändert, der Key sich gleich mit ändert. Weil das bedeutet ja, du kannst den Inhalt nicht überschreiben, weil du legst ja automatisch einen neuen Key dafür an. Und diese Eigenschaft hat in dem Umfeld quasi angefangen. Da kommt die Idee quasi her, dass man versionssicher seinen Inhalt ablegen kann, indem man technisch gesehen dieses Verfahren anwendet. Bei Git bedeutet das, ein Git-Object, spezieller benutzt Git hier den SHA-1 und macht noch aus
Speicherplatzgründen noch eine schöne Kompression. Gerade auf Textfiles lässt sich das ja super anwenden. Wer im Web-Umfeld unterwegs ist, merkt es ja immer, ich kann die Minifile-Version haben und die ist gleich ein Faktor kleiner als die große Version. Das funktioniert total super. Und von diesen Git-Objects, die haben ein Format und es gibt mehrere Typen. So, das Format ist für alle Git-Objects, Objects darf man jetzt nicht verwechseln, das hat nichts mit Klassen und Objekten zu tun. Das heißt halt Object. Ja. Es gibt mehrere Typen, das heißt, der Typ steht erstmal am Anfang. Das ist ein, soll eine Leerzeile darstellen. Das ist jetzt zwar ein fancy Unicode-Character, aber das ist eigentlich bei euch auf dem Computer nur ein Leerzeichen. Dann kommt die Länge von diesem Objekt. Eine binäre 0 lässt sich jetzt halt auch irgendwie nicht besser darstellen. Also eine binäre 0 und dann der Inhalt. Und wobei Value ist jetzt typspezifisch. So, das werden wir jetzt quasi kennenlernen. So, also fangen wir mal oben an. Es gibt den Typ Blob. Der Typ Blob hat als Value den File-Content. Jegliche Art von Content. Aber typischerweise in Softwareprojekten natürlich ein File-Content. So, und jetzt machen wir das am besten einfach interaktiv. Und zwar lernen wir unseren ersten Plumbing-Befehl kennen. Und damit ich mich nicht vertiefe, mache ich jetzt einfach mal. Also ich habe hier eine Shell und rechts wird das Ganze dann ein bisschen visualisiert. So, also was wir hier machen ist, wir haben unseren Content. Warum ist das CPP? Moment. Das sollte doch eigentlich... probieren wir es mal lieber mit... Also, wie man sieht, habe ich das auch schon mal bei der C++-User-Group vorgestellt. Dann müssen wir umbranden. So. Den Plumbing-Befehl, den wir jetzt kennenlernen, der heißt hash-object. Mit -w schreibt er uns das git-object aufs Dateisystem und mit -standard-in nimmt er sich das aus dem Standard-Input. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, ins Git-Verzeichnis zu wechseln. Also wir haben hier ein völlig frisches, leeres Git-Verzeichnis. Da ist noch nichts passiert, es gibt noch nicht mal, also es gibt nichts, kein Initial Commit, kein gar nichts. Git init, fertig. So, jetzt haben wir einen Content angelegt. Das bedeutet, wir haben auch einen File aufs Dateisystem gelegt. Das schauen wir doch jetzt einfach mal rein. Mit dem tollen Find-Befehl. Wir schauen mal in die Git-Objects und wollen alles vom Type File. So, wie man sehen, die Objekte liegen alle im Objects-Ordner, logischerweise. Und kann man jetzt wahrscheinlich nicht von überall sehen, aber hier ist nochmal so ein Slash. Und wie man sieht, ist das irgendwie, also der File-Name ist irgendwie der SHA-1, aber da ist nochmal so ein Slash. Wo kommt der Slash her? Man hat gemerkt, dass wenn wir alles in einen Ordner legen, dass manche Dateisysteme dann nicht mehr so schön skalieren. Also es werden ja sehr, 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 sehr viel SHA-1, sehr, sehr, sehr viel, weil jedes Mal, wenn ihr den Content ändert, ein neues Objekt. Und irgendwann, also ne, zwinker, zwinker, Windows-Dateisystem, skaliert es dann irgendwann nicht mehr so schön und dann nimmt man einfach die ersten beiden Buchstaben und macht es in Unterordner und dann hat es nicht mehr ganz so viel. Okay, und da können wir jetzt einfach mal roh drauf gucken. Also wenn man sich das mal anguckt, na, ich habe ja gesagt, der Inhalt ist einfach nur der Content. Ein bisschen argelwagel, Moment, ich mach's mal nochmal nach oben. Weil, was habe ich auch gesagt? Die Zettel sind. Zettel, ganz genau. Also das Ganze ist ja... wo kommt der Leerzeichen jetzt her? Ui. Okay, machen wir mal von vorne. Okay. Reset. Einmal nochmal. So.
Also wir wollen das Ganze noch einmal zlib uncompress. So, wunderbar. Und wie man sieht, ich habe auch nicht gänzlich gelogen, denn hier sehen wir, der Typ, ein Leerzeichen, die Länge, die binäre 0 zeigt meine Bash jetzt nicht an, aber müsst ihr mir vertrauen, da ist eine. Und einfach nur plump als Value der Content, diesen Text, den wir da abgelegt haben. Und wenn man sich das noch ein bisschen schöner angucken will, gibt es dazu jetzt auch nochmal einen Plumbing-Befehl. Da wäre es jetzt nicht schlecht, wenn ich mir den Hash hier mal nochmal besorgen könnte, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Und dieser Plumbing-Befehl macht jetzt bei dem Blob-Object halt nichts Spannendes und printet einfach, also p heißt, print mir den Value raus. Und mit minus t kann man ihn auch fragen, hey, was ist das eigentlich für ein Typ? Und dann gibt er halt Blob zurück. Okay, soweit so unspannend. Jetzt sollte ich mir am besten noch zwei Alias anlegen, sonst schaut ihr mir heute nur beim Tippen zu. Einmal hätte ich gern einen Blob und einmal hätte ich den gern noch angezeigt. So, und weil es mit einem halt auch irgendwie nicht so spannend wird, machen wir jetzt einfach noch einen zweiten dazu. Und genau, jetzt haben wir hier zweimal Inhalt. So, spannende Sache, aber so richtig vollständig kann es ja noch nicht sein. Denn es gibt natürlich noch einen zweiten Typ. Und der hat schon einen etwas ausgefeilteren Value als einfach nur Content. Und zwar das Tree-Object. Das hat einen Mode, wieder mein Spezialleerzeichen, einen Dateinamen, eine binäre 0 und einen binär kodierten SHA-1. Die beste Erklärung, warum der jetzt binär kodiert ist, die ich online gefunden habe, ist, die wollten Platz sparen. Ah, okay. So, wie können wir jetzt mit Plumbing-Befehlen so einen anlegen? Dazu gibt es den tollen Befehl git make tree. Git make tree nimmt aber der liest jetzt ohne Parameter von Standard in und macht auch ohne Parameter ein Objekt aufs Dateisystem, also Konsistenz ist da jetzt auch nicht ganz so vorhanden, würde ich mal sagen. Und dafür habe ich fast vollständig vorbereitet ein Input, der auch gleich erscheinen sollte. Einen Moment, wo hat man ihn? Den da brauchen wir noch. Ich schiebe das jetzt einfach mal auf meine OwnCloud, dass sie mir das hier nicht auf den Rechner synchronisiert hat. So. Und der muss jetzt einmal. So, also wo sind wir hier? Da muss er hin. Okay. Einmal noch. Gut, also ich habe jetzt mal, also anstatt so ein Echo runterzuschreiben, habe ich mir so ein Tree-Object. Also das ist jetzt ein Textfile und das ist jetzt die Input-Art, wie dieses Make-Tree jetzt so ein Tree-Objekt anlegt. Und das benutzen wir jetzt und pipen das nach git make tree. So, er gibt, wie da sind sie ja immerhin konsistent, er gibt unseren SHA-1 zurück. So, was können wir damit jetzt machen? Wir können einmal natürlich wieder sagen, was bist denn du eigentlich für ein Typ? Und dann sagt der Tree, ohoho. Und wir fragen ihn, was hast du eigentlich für einen Inhalt? So, das ist jetzt die Darstellung, wie Cutfile es wiederum ausgibt. Wir sehen hier vorne den Mode, den Typ, auf was er gerade zeigt, den SHA-1 und den Dateinamen. Wenn man jetzt scharf auf den Mode drauf guckt, dann geht er, Linux und Unix, oktale Rechte. Nein, das sind irgendwelche Spezial- Nummern. Es gibt irgendwie vier, es gibt ausführbare File, File-Content, Tree-Objekt und Symlink. Vielleicht gibt es inzwischen auch mehr.
Das heißt, da hätte jetzt auch 1, 2, 3, 4 stehen können, aber irgendwer hat sich wohl das hier ausgedacht. Das wiederum liegt ja jetzt auch auf dem Dateisystem. Das heißt, wenn wir nochmal nach unserem. Ich schiebe das nochmal hoch. Wenn wir nochmal reinschauen, haben wir inzwischen 3 von diesen Objekten. Und der C4 wäre jetzt zum Beispiel unser Tri-Objekt. Das heißt, auf dem Dateisystem liegt jetzt wieder so ein Tri-Objekt. So, jetzt habe ich ja mit dem Z habe ich eigentlich schon das Ganze ausgepackt. Aber wie man sieht, immer noch Krütze. Warum? Weil binäres SHA-1 da drin steht und meine Shell hat nur so, da kommt einfach nichts Schönes mehr raus. Aber im Prinzip sieht man auch hier wieder der Objekttyp, Leerzeichen, Länge und dann der Content von dem Ganzen. Und der Content in dem Tri-Objekt ist jetzt eben Mode, Leerzeile, Dateiname, binäre Null, Hagelwagel. Und dann auch hier eigentlich eine Leerzeile, aber naja. Und dann geht es hier dann weiter. OD-C. Wie bitte? OD-C. Oh. Output Dump is Characters. OD, Leerzeichen, minus C, Dateiname. Achtung, einmal. OD, minus C. Ja, und dann der Dateiname. Okay. Achso, dann müssen wir den einmal. Einmal. Den können wir jetzt schon machen. Ankomp. Und den OD, minus C, Dateiname. Das ist wirklich besser. Ja, doch, so wie sieht's. Also fast, ne? Ja. Nicht mehr ganz so schlimm. Nicht mehr ganz so schlimm. Anders schlimm. Okay, vielen Dank. Der. Genau, jetzt haben wir schon. Im Prinzip haben wir jetzt schon Versionsverwaltung. Also, wir können Dateien und Ordner. Ordner können Ordner enthalten, rekursiv, peng. Wir können jede beliebige Ordnerstruktur, die bei euch auf der Platte rumliegt, hier abbilden. Sie ist versioniert, weil, sobald man den Content ändert, muss sie unter dem neuen Key abgelegt werden. Zusätzlich haben wir einen heiligen SHA-1 und der beschreibt alle Unterordner. Denn wenn der hier auf einen anderen Ordner zeigt, ne, zeigt er auf ein Git-Object und ist es mit dem SHA-1 gehasht. Das heißt, wenn sich der Unterordner ändert, ändert sich sein Content, ändert sich sein SHA-1, muss der Oberordner sich sein Content ändern, weil er auf einen neuen SHA-1 zeigt, muss sich sein SHA-1 ändern. Ne, das macht sich so schön wie in so einem Graph nach oben. Das heißt, wir haben hier schon die, sage ich jetzt mal, Grundzüge, wie Git-Versionsverwaltung macht. Wir können mit einem SHA-1 die gesamte Historie vom gesamten Projekt darstellen. Das heißt, wenn sich der Inhalt ändert, haben wir einen zweiten SHA-1. Tada, zweite Version. Ist aber natürlich ein bisschen, sage ich mal, sperrig. Also wir hätten ja schon eigentlich gern so, wer hat es gemacht und so. Und wann hat er es eigentlich gemacht? Ne? Sonst sind die Analysen ja auch alle nicht so spannend. Das heißt, was wir jetzt noch brauchen, ist ein weiterer Typ. Das heißt, wir brauchen den Commit. Ein Commit ist noch ein bisschen länger. Das heißt, wir haben als allererstes steht hier Tree mit einem SHA-1. Referenziert eben den einen SHA-1, der unsere gesamte Ordnerstruktur rekursiv darstellt und vor allen Dingen auch festhält. Also der gesamte Inhalt des gesamten Ordners, ein SHA-1. Wir haben 0 bis n Parents, typischerweise 0 bis 2, aber ja, es ist auch möglich, n Merges zu machen. Also ihr könnt auch gerne 4 Branches auf einmal zermanschen und einen Merge-Commit machen, macht aber natürlich in der Praxis nur bedingt oft Sinn. Dann gibt es den Author und den Committer. Das hat jetzt damit zu tun, dass eben Git schon mit der Idee, ein dezentrales Versionsverwaltungssystem zu sein, erfunden wurde. Und in dem Umfeld macht es dann eben Sinn zu sagen, derjenige, der den Commit macht und derjenige, der Schreibrechte auf ein Repo hat, das müssen zwei getrennte Personen sein.
deswegen gibt es das hier zweimal. In vielen Fällen ist es halt die gleiche Person. Genau, der wird mit Name und einem Timestamp festgehalten. Dann gibt es hier zwei neue Leerzeilen und die Commit-Message. So, da würden wir jetzt auch mal was anlegen. Vorher müssen wir uns aber den ganz Spaß einmal auschecken. Wo ist unser SHA-1 hin? Da ist es ja schon. Also wir können mit diesem SHA-1, nur um noch auch mal zu zeigen, das ist tatsächlich der gesamte Inhalt und alles. Wie bitte? Git. Was? Ah ja, das ist C4. Müsste ja eigentlich das Objekt sein. Hat sich hier schon was eingeschlichen? Nein. War nochmal, oder? Ja, einmal ist immer das erste Mal, ne? Was ist da jetzt? Beim Ausgeben ein Carriage Return gibt, überschreibt der Teil, dann sieht man nicht alles. Das ist beim Ausgeben von Binärdaten häufig. Dass wir hier quasi noch. Das heißt, er gibt das aus, dann kommt das Carriage Return, er springt zurück zum Zeilenanfang, überschreibt den alten Inhalt. Also Ausgaben von Binärdateien, Rohr auf die Shell, da sieht man manchmal nichts. Dann machen wir das nochmal frisch. Ziehen uns das hier raus. Also ich wusste nicht, dass man nicht Commits nicht auschecken kann. Kannst du vielleicht mal Git Commitry machen? Und den Jargon dahinter, dann hast du einen Commit und den kannst du in der Ruhe. Commit minus tree. Minus? Also zusammen, das ist ein Befehl. Und jetzt den Char. Will der die Commit Message? Achso, der Commit Message. Genau. Okay, also dann sagen wir jetzt hier fast Commit. Kontrollier wahrscheinlich. Ne? Genau. So, und den kannst du auschecken. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Also die dritte Art von Bobble. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung. Die letzten 5 Mal hat es irgendwie funktioniert. Gut, wir haben jetzt ein ein Commit. Den checken wir jetzt mal aus. So. Also, der ganze Spaß liegt ja jetzt auch wieder im Objects-Ordner. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder ein neues Objekt auf dem Dateisystem. Der ist vom Typ Commit, Wunder oh Wunder. Und wenn wir den mal fragen, was beinhaltest du eigentlich? Entschuldigung, mache ich nochmal hoch. Zeigt er uns jetzt auch genau das an. Als erstes die Zeile mit dem Tree. Parents gibt es jetzt hier natürlich keine, weil es ist der erste Commit. Author, Committer, 2 Leerzeilen, First Commit, Commit Message. Genau. So, jetzt können wir weitermachen, weil den zweiten Ordner, den ich ja heute vorstellen will, ist der Refs-Ordner. Da schauen wir jetzt mal rein. Moment, wir haben natürlich noch keinen. Entschuldigung, mein Fehler. Wir machen mal Sodele. Jetzt. Also, wir haben einmal einen Masterbranch angelegt. Und der lebt jetzt im Refs-Ordner. Und der ist jetzt tatsächlich nichts anderes als ein SHA-1 auf einem Dateisystem. Also ein File mit einem einzigen SHA-1. Dann kann man sich nur vorstellen, das sind ein paar Byte. Jetzt wird einem auch so langsam klar, warum Branches so billig sind in Git, weil das ist der Branch. Also der Branch ist nichts, aber es
ziemlich mächtiges Konzept hinten dran. Deswegen kann dieser SHA-1 ein Branch sein. Entsprechend, wir haben jetzt hier noch so einen zweiten Zeiger. Der ist so cool, der hat keinen eigenen Unterordner, der hat gleich sein ganzes eigenes File. Ist aber im Endeffekt genau das gleiche. Der zeigt jetzt hier auf dem Commit. Wenn wir den jetzt einmal auschecken, diesen Branch, dann passiert Folgendes. Und das ist eher der Normalfall, sage ich jetzt mal, dass dieser Head eine Indirektion ist. Dass der Head nicht direkt auf den einzelnen Commit zeigt, sondern eben, man checkt immer Branches aus und nicht einzelne Commits. Wie man sich ja, wie denke ich, ja, ist, macht man so beim Arbeiten, dass man eher mit Branches arbeitet und nicht der Kollege sagt, oh, ich habe da einen neuen Commit gepusht. Sondern wir sagen dann halt, hier ist der Branchname, guck es dir mal an. Ne? Oder man schaut sich es auf GitHub eben mit der Branchliste an. Genau. Und von hier aus können wir dann beliebig loslegen und sagen wir jetzt mal, ich lade mich einfach schon mal fürs nächste Jahr ein, ne? Also 2018. Und, warte mal, machen wir es mal lieber so. Warum ist Git gefühlt schnell? Während ihr euch die Commit-Message aus den Fingern saugt, die natürlich im Optimalfall eine Titelzeile habt und dann noch ein bisschen Beschreibung unten drunter und so, hat Git hier schon mal losgelegt. Ist schon mal hier übers Dateisystem gerannt und hat gesagt, hier, da hat sich aber die JUG hat sich aber geändert. Die README ist ja gleich geblieben, also hat sie den gleichen Scheiß. Und wenn sich der ändert, dann muss sich natürlich auch der ändern, weil wenn sich sein Inhalt ändert, ändert sich sein Key. Und wir haben uns jetzt natürlich total die tolle Commit-Message ausgedacht. Na? Und die heißt natürlich, wie auch sonst. So, und jetzt, und es geht natürlich viel schneller, die Visualisierung hängt natürlich nur hinterher, hat er dann auch schon den nächsten Commit angelegt. Was sieht man jetzt schon hier in diesem kleinen Beispiel? Mit dieser Struktur kriegen wir ein paar nette Eigenschaften, die einem aber auch wehtun können. Und zwar Deduplizierung auf File-Ebene. Das heißt, egal wie viel ihr da ändert pro Commit, ja, es wird ja meistens nicht das gesamte Projekt sein. Also wie wir gelernt haben, im Java-Umfeld meistens das POM. So, und der Rest bleibt anscheinend immer gleich. Das heißt, ganz, ganz viel können wir ja hier wiederverwenden. So, um mein Beispiel klein zu halten, haben wir nur einen Ordner, den Root-Ordner. In Wirklichkeit können wir natürlich auch alle Unterordner, die gleich geblieben sind, wiederverwenden. Das heißt, wir kriegen Deduplizierung auf File-Ebene. Warum ist es trotzdem eine blöde Idee, seine Filmesammlung in Git einzuchecken? Jedes Mal, wenn ihr dann die Metadaten ändert, also das haben dann, die liest man nur in Foren, ich habe jetzt mal mit diesem tollen Tool meine Metadaten gerade gezogen und habe das wieder eingecheckt und irgendwie ist mein Repo doppelt so groß. Na, also das Ganze fällt einem auf den Fuß, wenn man halt den Content nicht so schön komprimieren kann und er sich bei jedem einzelnen Byte, das sich ändert, auch gleich komplett doppelt auf der Platte liegt. Das sind so, sage ich jetzt mal, die Trade-off-Spanne zwischen funktioniert total toll in Versionsverwaltung von textbasierten Projekten, also Softwareentwicklung ist ein tolles Beispiel dafür. Versum funktioniert nicht so toll, also der Designer, der sein Adobe-Zeug mit eincheckt, macht das Ganze dann doch träge, weil auf einmal muss man im Checkout alles von dem ja auch runterladen. Ne? Maschinen einchecken, Dockerfiles einchecken. Genau, ja. Das Docker-Image gleich mit dazu, damit es versioniert ist. GitLFS. Genau, dann haben sich da die entsprechenden Projekte gebildet, die das dann eben einmal abstrahieren und nicht den ganzen File-Content einchecken. Genau. So, jetzt sind wir natürlich schon so weit und wollen ja, weil der geneigte Git-User merkt, da fehlt jetzt noch was. Wir wollen doch eigentlich auch noch
sowas wie einen Tag. Na, also wenn man dann meistens bei Versionsupdates oder so, wenn wir ja dann doch nochmal sagen, okay, wir sind zwar alle auf dem Masterbranch, aber dieser eine Commit ist halt doch ganz toll, aber ich will mir halt lieber irgendwie Beta oder V1 merken als C84327. Und deswegen wurden Tags eingeführt. Ein Tag ist wieder ein Git-Objekt. Das heißt, wir haben hier steht einfach nur Object und dann steht hier unten Type. Jeweils dann Object natürlich wieder mit dem Charles referenziert, Type der Name des Typs, also wahrscheinlich Commit. Der Tag kriegt einen Namen, der Tag hat einen Tagger, also wieder einen Autor im Prinzip, und das Ganze hat eine Message. So, das wollen wir jetzt auch einfach mal machen, weil unser zweiter Commit ist natürlich schon ganz, ganz locker Release-ready. Und weil ich es auch jedes Mal nicht weiß, wie rum man die blöden Argumente hier machen muss, wo ist jetzt meine Maus, muss ich auch jedes Mal wieder nachgucken. Also man muss zuerst den Tag-Namen und dann den Head. Okay. Git Tag. Moment, jetzt nur für den Aha-Effekt einmal nochmal in den Find reingucken. Wir haben im Moment ungefähr 7 von diesen Objekten. Ne? Also jetzt machen wir mal Git Tag und wir sagen, das ist natürlich V1.0. Ne? So, und jetzt habe ich ja großmäulig behauptet, dass wir da ein Objekt anlegen. Aber irgendwie sind wir immer noch erst bei 7. So, was ist jetzt da schiefgelaufen? Korrekt, der Spezialist weiß es. Das ist nur ein Zeiger. Ein leerer Tag, der wirklich nur einen Namen auf ein Objekt mappt. Der kann leer sein, im Sinne von, es ist wirklich nur so ein Zeiger-Ding, der im Refs-Ordner lebt, unter Tags, Unterordner, so, hier steht die V1, einmal nochmal hoch, und wie man sieht, mehr ist es nicht. So leichtgewichtig kann ein Tag sein. So, vielleicht will ich aber so Sachen wie eine Signierung oder vielleicht auch den Release-Log oder so damit rein verpacken. Dann kann ich dem Ganzen so V1 Anno minus M very much annotated. Dann kriegt das Ganze einen Inhalt und dann brauche ich jetzt tatsächlich ein Git-Objekt. Und tada, wir haben auch 8 Stück. Wir kriegen trotzdem den Zeiger, aber er zeigt jetzt eben auf ein Objekt. Der Objekt kriegt dann wieder einen Typ und einen Inhalt. Also wie kriegen wir das jetzt am besten? Einmal git objects db. Nicht db? Genau. Man sollte ihm auch sagen, was man will. Und dann können wir ihn fragen, was bist du eigentlich für ein Tool? DB davor. Da fehlt natürlich dann das DB davor. Ah, er ist ein Tag. Und was hast du eigentlich für ein Content? Und so stellt das Git-Cut-File das jetzt entsprechend dar. Er zeigt auf das Object, das ist vom Typ Commit. Hat einen Namen, einen Tagger und eine Nachricht. Und auch hier können wir jetzt wieder sagen, okay, aber ich traue dem Ganzen jetzt irgendwie doch nicht, weil wer weiß, was dieses komische Tool mir da vorhält. Und wenn man das jetzt also auf dem Dateisystem steht da nicht viel anderes, nur dass man eben diesen kleinen Beginn eines jeden Git-Objekts lässt man jetzt eben weg, ne, dass es ein Tag ist und dann ein Leerzeichen kommt und eine Länge. Das spart sich Cut-File eben und sagt direkt Object, Type, Tag, Tagger und den ganzen Rest. So, an der Stelle bin ich jetzt bei der glorreichen Frage eben gekommen. Moment,
Wenn ich jetzt aber irgendwie so git log oder git diff oder git log minus p irgendwie die Differenz, oder? Also irgendwie habe ich doch, wenn ich das angucke, compare branches, ich sehe doch immer eine Differenz. Wo speichert git eigentlich diese Differenzen? Die müssen ja eigentlich irgendwo herkommen. Wo kommen die denn eigentlich her? Prozessor. Ganz genau. Die werden jedes Mal berechnet. Git speichert die nicht auf eurem Dateisystem, sondern die werden jedes Mal, wenn ihr euch das anguckt, wieder berechnet. Und das macht das Ganze sehr, sehr, sehr elegant. Also wir sind jetzt, und das war nicht ironisch gemeint, also wir sind jetzt von irgendwie plump Key Value, da packen wir jetzt irgendwie Content und Key SHA-1 vom Content, denken uns irgendwie vier total winzige Objekttypen und irgendwie Strukturen aus und wir haben ein total mächtiges System, was Branches billig macht, Dateien dedupliziert und einen Haufen tolle Eigenschaften hat und trotzdem am Ende ein total einfaches Prinzip. Und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, kann man sich irgendwie vorstellen, ist total billig. Also wenn ich das Fireman habe und das kommt ja sowieso vom User, der kopiert das irgendwo her oder schreibt es runter, dann muss ich ja gar nicht mehr viel machen. Also ich jag das einmal durch zlib und speichere es, jag es noch durch SHA-1 und packe das ins Git-Objects-Ordner. Geschenkt. Also seit SSD ist es sowieso geschenkt. Dann macht jemand einen Commit. Während ich den Commit reinhack, kann ich im Hintergrund schon beliebig viel Arbeit erledigen, bis der User sich da ein paar Sachen ausgedacht hat. Wenn man gleich minus M macht, ist es natürlich auf dem Pfad, auf dem man warten muss, aber wenn man einen Editor aufkriegt, hat Git sowieso schon gewonnen, weil ganz so groß sind wahrscheinlich die meisten Projekte nicht, dass man dann tatsächlich noch drauf warten muss. Das heißt, wir können verdammt viel machen. Der Commit ist dann nur noch, also der eigentliche Commit ist ja nur noch dieses eine weitere Objekt. Und wenn wir Branches anlegen, machen wir im Prinzip gar nichts. Und trotzdem haben wir die gesamte Mächtigkeit, die Git eben hat, indem wir uns als Designentscheidung eben nicht gesagt haben, wir speichern uns Diffes, das ist billiger, sondern wir machen Key Value und den Rest sollen sich die Leute ausdenken, die dann die Diffes sehen wollen, die haben bestimmt ganz tolle Algorithmen. Und wird schon. Genau. So, an der Stelle bin ich mit meinen Slides am Ende und auch mit dem vorbereiteten Content. Organisator, wie viele Fragen haben wir Zeit ungefähr? Wow. Zwei. Also an der Stelle bin ich offen für Fragen oder Ideen. Meistens kommt jemand auf die Idee, was hatten wir ganz oft? Ja, was ist, wenn ich den Commit jetzt abbreche? Also ich mache den Editor auf und sage, boah, nee, ich habe noch was vergessen. Das wäre jetzt so wird weggeschmissen, ja, wäre natürlich eine völlig valide Annahme. Also, was macht ihr eigentlich übernächstes Jahr? Ne? Also, kann man ja nie sicher genug sein. Und so, also wie man wieder sieht im Hintergrund, okay, Juk hat sich schon wieder geändert. Nein, hier sind wir, Juk hat sich wieder geändert, Readme ist wieder gleich geblieben. Und nicht nur so, nee, warte, da steht doch was nicht. Also raus hier. Und eigentlich war ich doch auch noch gar nie in Jena. Also da will ich doch auch noch mal hin. So, jetzt gefällt mir das, ganz tolle Sache. Och, okay, die Visualisierung hinkt natürlich. Okay. Also er hat es schon mal nochmal angelegt, ne? Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, das ist jetzt natürlich Third Commit, oh, Peng, dann wandert das Ganze, wird auch beliebig kompliziert. Ich habe das Projekt, mit dem ich das visualisiere, in die Visualisierung geworfen, Nightmare. Also das macht wirklich nur Spaß, wenn man so 3-4 Objekte hat. Also wie wir sehen, wir haben einen Commit gemacht. Commit als Porcelain-Befehl sorgt auch gleich dafür, dass die ganzen Zeiger weitergeschoben werden. Der Tree bleibt. Aber wie wir sehen, jetzt haben wir hier irgendwie so einen, ne? Der lungert da jetzt rum. Also wenn ich jetzt so einen riesen Commit habe,
Also vielleicht habe ich ja doch mal irgendwie den Code-Formatter über das ganze Projekt gejagt oder so Späßchen gemacht, dann wäre mir das ja schon lästig. Aber eigentlich auch nicht, weil wir haben jetzt natürlich insofern den Extremfall, als dass wir von zwei Files 50% geändert haben und zwischen den beiden Commits nochmal 50% geändert haben. Das ist aber in einem realen Projekt natürlich absurd. Also wenn du nicht gerade den Formatter in Variante A drüber laufen lässt, einen Commit anfängst und dann dir überlegst, oh, ich habe noch eine Option vergessen, die nochmal alle Files anfasst, dann passiert dir sowas natürlich sehr, sehr selten. Das ist schon mal Punkt 1, weshalb das in der Realität wahrscheinlich unspürbare Auswirkungen hat. Punkt 2, Git räumt dann nachgelagert auf. Also dieses ganze Garbage Collecten macht der lokal, je nachdem wie man ihn einstellt, kann man mehr oder weniger enforcen. Und an der Schnittstelle zum Netzwerk macht er dann einen Schnitt und sagt, okay, also Dangling, die Dinger heißen dann irgendwie Dangling, weil sie da so rumhängen, die werden nicht mit hochgeladen. Also wenn ihr dann einen Git-Push macht, spätestens dann, also der Müll verbreitet sich nicht auf alle Rechner. Ihr habt nur euren Rechner vermüllt und die Kollegen kriegen tatsächlich nur alles, was tatsächlich in dem Commit gelandet ist. Das ist bei GitFS CKI schon angezeigt? Wahrscheinlich. Sollte. Oder ist wahrscheinlich nur Myflop drin? SCK. Ja, da ist es. Genau, da ist unser Dangling Tree Objekt. Jetzt heißt es immer GGC minus aggressive. Ja, und meines Wissens passiert jetzt nichts. Also das war jetzt keine Absicht. Es passiert trotzdem meines Wissens nichts. Weil der Reflog. Oh doch, er packt's. Okay. Ja, okay, impressive. Was jetzt passiert ist, muss man jetzt erklären, was jetzt passiert ist. Er ändert die Datenstruktur. Also diese, was jetzt hier nicht mehr aufgelöst wird, sind die sogenannten Packs, die Git benutzt, um dann übers Netzwerk kommunizieren zu können. Mein Tool kann die nicht anzeigen. Und der einzige, der dann entsprechend nicht in den Pack landet, ist der da so rumhängt. Also das ist genau die Stelle, wo jetzt auch eben bei einem Git Push passiert, nämlich genau das, er packt es in den Pack und schickt dann nur die Packs raus. Das ist aber immer noch da, ne? Also richtig aufgeräumt hat das jetzt, also richtig gelöscht. Das hier ist noch das Nicht-Committete. Okay. Ja, das liegt daran, wenn du Git Reflog aufrufst in der Konsole, kannst du ja mal machen. Ja, mach ich. Dann siehst du wahrscheinlich noch, dass dort Zwischenzweck ist der noch referenziert in der Stelle. Also er räumt erst auf, wenn das eine bestimmte Anzahl von Tagen alt ist. Das kann man dann noch weitere Parameter mitgeben. Genau, das ist der Punkt, den ich jetzt auch angebracht hätte. Irgendwo hier bei Prune. Prune/Org oder so. Equals now oder sowas. Genau, da sagt er nämlich was von bla bla bla, default is 2 weeks. Also wenn ihr jetzt alle 2 Wochen wartet, ne, dann haben wir es auch los. Ansonsten gibt es ja auch so einen Prune All, der dann rein theoretisch Tabula Rasa machen sollte. Und tatsächlich, genau, das wäre dann der Stand, wo es dann tatsächlich abhaut und tatsächlich komplett weg ist. Genau. Also das Tool ist Open Source, wenn jetzt jemand sich mit diesen Packs beschäftigen will, ne? Merge Requests are welcome oder so heißt es. Aber ansonsten, da habe ich dann für mich den Strich gezogen und gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Wie stellt sich das denn, diese Packs in dem Filesystem dann da? Also genau, die liegen hier dann, schauen wir mal rein. Hier gibt es so Moment, falsche Info. Ich meine, es ist Info. Was liegt hier so rum?
Ah, halt. Packrefs. Genau. Aber ich meine, das ist jetzt auch nichts, was man sich wirklich angucken kann, weil... Ah, doch, das sieht gut aus. Die Packrefs Info, da würde man jetzt reingucken und nachlesen können, wo der Kram rumliegt. Das heißt, dieses Teil liegt wiederum selbst in den Git-Objects. Das heißt, wenn wir den jetzt mal... Objects B2, ich dachte, dass er da rumliegt. Pack gibt es auch. Ah, genau, jetzt gibt es noch Pack. Dankeschön. C-Bin A, okay. Also wie man sieht, ich habe mich nicht super tiefgehend mit den Packs beschäftigt. Und jetzt gibt es eine Index und eine tatsächliche Pack, aber... Also die sind natürlich Pack-Pack, also da ist jetzt nichts mehr mit reingucken. Wenn wir Glück haben, ist es noch Zlib, aber... ich würde mal nicht drauf zählen. Nein. The tool says no. Das entsprechend das gleiche. Genau. Also da vermanscht er das nochmal aggressiver, sage ich jetzt mal, damit, weil man eben gemerkt hat, also übers Netzwerk will man halt nicht jetzt zlib komprimierter jedes File einzeln auch übertragen, sondern da will man lieber ein größeres File, da sind dann andere Constraints wichtiger. Und dann packt er das in solche Packs. Genau. Aber ganz cool, so diese Immutable Data Structure, die da so drin liegt. Das erinnert mich so ein bisschen an ZFS, die machen das im Dateisystem. Ja. Und da nehmen die quasi Blöcke im Dateisystem, also die Leaf Nodes, und bauen dann so Bäume zusammen. Und wenn man dann Änderungen macht, dann hat man auch irgendwelche Blöcke, das bubbelt dann ganz nach oben, dann gibt es einen Root-Block. Und dieser Root-Block beschreibt den Zustand des Dateisystems. Und sowas wie ein Snapshot von dem ganzen Dateisystem anlegen, ist dann so einmal den Root-Block kopieren. Das ist eine völlig triviale Operation. Ja. Und dann gibt es auch so Garbage Collection und bla. Das ist im Prinzip genau das gleiche, nur halt mit Blöcken statt Files, aber das macht halt so Meta-Operationen sehr einfach. Ja. Und das ist genau die richtige Idee, denn der Typ, der das geschrieben hat, ist jetzt nicht der Typ, der Graph Theory Tree Model studiert hat, sondern der hat sich als Student ein Dateisystem geschrieben. Und das ist dann irgendwann in Linux ausgeartet. Also der Typ, der das sich ausgedacht hat, ist Linus Torvalds. Und der hat eben auch, da gibt es einen Tech-Talk bei Google, wo er da ein bisschen drüber redet, was er über Versionsverwaltung so denkt und stellt natürlich Git vor, na klar. Und dann hat er auch diese Assoziation gebracht. Also das ist an Dateisystemen orientiert und nicht an, wie stöpsel ich Diffs besonders intelligent zusammen, dass ich irgendwas machen kann. Genau. Das ist genau die richtige Assoziation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.